Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Und zwar einer nicht ganz richtigen Bücherwoche, denn ich habe, eigentlich ist es mehr als eine Bücherwoche, denn ich habe zwei Bücherwochen diesmal zusammengefasst, weil ich besonders auch noch in der ersten Woche im April so ein bisschen gemerkt habe, oder es war ja dann noch die Ende Märzwoche, dass das mit der Leseroutine noch nicht ganz so geklappt hat. Das hat an den Osterfeiertagen dann sehr gut funktioniert und ich habe wirklich gemerkt, wie wohl ich mich damit fühle, wie gut es mir tut, da in Geschichten einzutauchen, abzutauchen. Und es waren ja dann auch nur zwei kurze Wochen und ich habe auch wieder gearbeitet. Das fällt mir an mancher Stelle noch unfassbar schwer, weil mir das oft alles so banal vorkommt und total unwichtig und ich wirklich noch viele Momente habe, wo die Gedanken einfach abschweifen, wo die Konzentration noch nicht so ist, wie sie im Februar noch war, aber ich stress mich nicht und es geht auch einfach nicht anders. Ich glaube, man kann da tatsächlich auch nicht viel erzwingen und ich versuche mir da einfach Zeit zu nehmen und dann auch zum Feierabend hin Zeit zu nehmen und wirklich mit Serie, Filmen, guten Gesprächen mit Freunden, meistens telefonisch oder via Skype, und dann eben natürlich auch mit Büchern ein bisschen abzutauchen. In den beiden Wochen habe ich 5 Bücher gelesen, wovon allerdings eins abgebrochen ist. Also es sind im Grunde nur 4 Bücher und bei 2 hat es mich komplett in den Bann gezogen, beziehungsweise theoretisch auch bei 3, wobei es war dann eher auch ein Hörbuch. Aber ja, zudem habe ich Gilmore Girls weitergeschaut und ich habe ja auch auf Instagram erzählt, dass ich jetzt am Wochenende vor einer Woche mir Amazon Prime geholt habe, weil wir die neue Serie von Bully anschauen wollten und ja, mal sehen, was sich da sonst noch so ein bisschen findet. Beginnen wir mit den Büchern, die ihr immer alle unten in der Infobox findet. Ich überlege gerade, es ist auch ein Rezensionsexemplar dabei, das ist unten auch gekennzeichnet. Also wenn ihr da Infos wollt, guckt bitte einfach unten vorbei, da findet ihr auch den Leseklub und Instagram und allerhand andere Dinge, also schaut da gerne mal rein. Ja, begonnen hat die Woche mit dem zweiten Teil der Nevermore-Reihe von Jessica Townsend. Der erste Teil war ja ein Highlight und es musste jetzt für mich auch einfach weitergehen. Dann habe ich von T.C. Boyle das neue Buch gehört, Sprich mit mir. Hat mich anhand des Covers mega angesprochen und war da super, super neugierig. Das abgebrochene Buch ist von Erika Swiler, Der Tag, an dem mein Vater die Zeit anhielt. Das war für mich leider nix. Dann etwas, was mich komplett in den Rausch gezogen hat. Grisha, Goldene Flammen von Leigh Bardugo. Ja, ich habe endlich damit angefangen und es geht den direkt so gefühlt mit Band 2 weiter. Und dann habe ich auch gehört von Jen DeLuca, A History of Us, vom ersten Moment an, der Auftakt einer Trilogie. Und auch das hat mich sehr, sehr überraschend begeistert. Und wir fangen wie immer chronologisch an. Zum ersten Buch kann ich tatsächlich ja gar nicht ganz so viel sagen, weil wir hier ja einen zweiten Band haben, und zwar Nevermore von Jessica Townsend. Mir hat ja der erste Band unglaublich gut gefallen und der zweite Band heißt Und das Geheimnis des Wunderschmieds, glaube ich. Irgendwas hat es mit dem Wunderschmied auf sich. Und ich habe mir schon, wie wir Band 1 gelesen haben, relativ schnell gemerkt, ich will das auf jeden Fall weiterlesen. Und dann ist auch Band 2 bei mir eingezogen und Band 3 erscheint da, wenn ich mich recht erinnere, Anfang Mai. Also habe ich jetzt auch einen Monat sozusagen Pause und freue mich aber sehr, sehr auf den dritten Teil. Und es wird dann ja im Mai auch die Taschenbuchausgabe erscheinen, die mir ja wirklich um Längen besser gefällt. Und wird dann stellvertretend definitiv ins Regal einziehen. Ja, die Geschichte, der zweite Band schließt im Grunde direkt an den ersten Band an und wir erfahren so einiges um Morrigan herum, um ihr Schulleben, um ihre Gruppe, mit der sie auch zusammen den Schulweg sozusagen hinter sich lässt. Es gibt da auch eine wunderbare Bahn und eine Schaffnerin und eine Zugbegleitung und das ist richtig, richtig toll. Wir haben in dieser Welt ja eigentlich Morrigan kennengelernt als verfluchtes Kind, ein Kind, was an allem schuld ist.
Und es hat sich ja dann in Band 1 im Grunde etwas ganz anderes herausgestellt, auch was mit ihrer Gabe so auf sich hat, und da gab es Wettbewerbe. Und Band 2 schließt wirklich direkt nahtlos daran an. Deswegen ist es natürlich schon schwierig, etwas zum zweiten Band zu erzählen. Wir sind hier im Grunde in einem ersten Schuljahr. Und das ist auch das, was mich so ein bisschen irritiert, dass ja der Verlag aktuell sagt, es ist eine Trilogie, und die Autorin jetzt ja schon am vierten Band schreibt und auch schon gesagt hat, es wird mehrere Bände geben. Erinnert natürlich so vom Schema und dem Schuljahr auch ein bisschen an Harry Potter. Das finde ich aber tatsächlich überhaupt nicht schlimm, weil mir die Geschichte super viel Spaß macht und ich mich auf viele, viele Teile sozusagen dann auch freue. Zudem muss ich wirklich sagen, ich finde jetzt nicht, dass man es wirklich eins zu eins vergleichen kann, weil Harry Potter für mich definitiv schon nochmal was anderes ist, aber einfach auch diese emotionale Bindung über 20 Jahre sozusagen sich ja hier im Grunde anhält, während ich hier natürlich in einer ganz neuen Geschichte bin. Aber von der Erzählweise und auch wie die Charaktere unterwegs sind, was da passiert, die Spannung, dieses Kindliche, aber trotzdem auch für Erwachsene gut geeignet, diese Mischung, die erinnert natürlich schon an Harry Potter. Und ich glaube wirklich, dass Harry Potter-Fans auch in Nevermore sich zu Hause fühlen können und einfach dieses Gefühl von dieser Magie, von dieser Andersartigkeit, von diesem mitgenommen werden in diese andere Welt, dass das ein Gefühl ist, was sich sehr ähnlich anfühlt. Und deswegen kann ich eigentlich jedem, der Harry Potter empfiehlt, auch wirklich nur sagen, wir haben hier eine Geschichte, die anders ist, aber irgendwie vom Gefühl und wie es aufgebaut ist, eben doch sehr ähnlich ist. Und das macht es einfach auch richtig, richtig toll. Und so ist es eben auch im zweiten Band, der genauso kreativ weitergeht. Es ist eine innovative Idee, es ist spannend erzählt, bildhaft, es ist lebendig. Wir lernen die Charaktere kennen, wir tauchen in diese Welt ein und ich bin da wirklich sehr begeistert und sehr gefesselt und habe auch wirklich den zweiten Band gefühlt in zwei Rutschen, vielleicht auch drei, weggelesen. Und ich habe auch einfach gemerkt, wie gut mir Fantasy tut, um eben so von diesem normalen Leben so ein bisschen abzulenken, woanders einzutauchen, mich fallen zu lassen und die Gedanken eben mal über andere Dinge kreisen zu lassen. Und das tat mir eben auch unglaublich gut. Und das fällt in dieser Geschichte sehr, sehr leicht, weil wir wirklich diese Welt vor Augen bekommen, das wunderbar erzählt bekommen und wirklich auch die Charaktere toll sind. Sowohl natürlich Morrigan als Hauptcharakter, als auch die vielen Nebencharaktere, sei es die Mitschüler, sei es die Leute, die in Nevermore wohnen, sei es Jupiter und alle so drumherum. Das ist so liebevoll gestaltet und macht wirklich großen, großen Spaß. Also ich kann die Reihe bisher wirklich nur empfehlen. Mir macht sie große Freude und lässt mein Fantasy-Herz auf jeden Fall sehr, sehr viel höher schlagen. Dann ging es weiter mit dem neuen Buch von T.C. Boyle, Sprich mit mir. Mich hat bei diesem Buch besonders das Cover angesprochen und dann eben auch der Klappentext. Ich habe von Boyle schon zwei Bücher, zumindest an die ich mich so bewusst erinnere, gelesen. Zum einen die Terranauten, das ist noch gar nicht so lange her. Und vor zig, zig, zig Jahren auch mal World's End. Ich habe extra nachgeguckt, welches T.C. Boyle Buch ich gelesen habe. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich seinen Stil sehr speziell fand, dass ich die Ideen immer gut fand, die Umsetzung auch so gemischte Gefühle wohl irgendwie hatte. Und ich habe mich jetzt hier dann auch für das Hörbuch entschieden, weil ich einfach schon, wie ich es besorgt hatte, da einfach das Gefühl hatte, hören klappt vielleicht ein bisschen besser. Ja, der Sprecher ist Florian Lukas, hat mir jetzt so vom Sprechernamen nicht so viel gesagt. Ich möchte aber sagen, dass er wirklich sehr gut vertont hat und ich ihm gerne zugehört habe. Ich finde, das ist durchaus dann auch immer so eine kleine Randbemerkung in der Meinung sozusagen auf jeden Fall wert. Wir treffen in dem Buch auf Amy. Sie ist eine Studentin in den 1970er Jahren, die bei einem Forschungsprojekt unterstützen möchte. Und es wird in diesem Forschungsprojekt untersucht, ob Schimpansen sich via Gebärdensprache mit Menschen und auch untereinander austauschen können. Zudem wollen die Forscher eben auch wissen, ob die Schimpansen ein Bewusstsein haben, welches mit dem Menschen vergleichbar ist. Und man muss sich bei dieser Geschichte immer vor Augen halten, dass wir in den 1970ern sind, also durchaus schon fast 50 Jahre zurück. Und da durchaus so eine Forschung dann für mich auch nachvollziehbarer war, während ich glaube, dass wir heute, nein, ich glaube es nicht, ich weiß es, dass wir heute keinen Beweis mehr brauchen, dass Tiere Gefühle haben und einen Verstand haben und gerade auch Menschenaffen uns sehr, sehr viel näher sind. Aber ich werde schon, das sind die Gedanken, die einen da so ein bisschen was in einem was auslösen.
schnell hat Amy tatsächlich einen Bezug zu einem Schimpansen gefunden, nämlich zu Sam. Und beide empfinden etwas füreinander, was nicht vorstellbar war, nicht vorstellbar ist und eigentlich auch nicht sein sollte. Mehr möchte ich tatsächlich aber gar nicht dazu verraten. Mein Problem ein bisschen mit dem Buch war, dass zwar Boyle ein unglaublich wichtiges Thema aufgreift, ich mich aber trotzdem frage, brauchen wir das heute tatsächlich noch? Ja, ich habe vorhin schon gesagt, die Geschichte spielt in den 1970er Jahren, allerdings ist das Buch nicht aus den 1970er Jahren, sondern aus jetzt. Und gibt es wirklich heute noch Menschen, die daran zweifeln, dass Tiere kein Empfinden haben? Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass jedes Tier so ein Schmerzempfinden hat wie wir. Das wird tatsächlich schon ein Unterschied sein. Aber gibt es wirklich Menschen, die glauben, dass Tiere nicht in irgendeiner Art denken, ein Empfinden haben, ein Gefühl haben? Redet man sich das als Mensch einfach gerne ein? Weiß ich nicht. Ich habe mich tatsächlich immer mal gefragt, ob die Tiere am Ende vielleicht manchmal auch denken, ob wir Menschen überhaupt eigentlich ein Empfinden haben und Gefühle haben können und außer jetzt vielleicht unsere Haustiere, ne? Wobei Sam, wenn nicht das zu essen bekommt oder die Mädels da, denken die sich auch, was ist die heute wieder drauf, ne? Aber ja, das fand ich tatsächlich so ein bisschen, was mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, weil ich eben schon denke, ja, in den 1970ern hat es bestimmt diese Fragen gegeben und er hätte es zur Aufklärung gebraucht. Aber brauche ich 50 Jahre später einen Roman, der in der Zeit spielt, um dieses Thema aufzugreifen? Ja, mein Problem, mein weiteres Problem war definitiv die Protagonistin. Ich hatte mit Amy so manches Problem, weil ich sie sehr farblos erlebt habe. Zum Teil auch sehr, sehr naiv, aber auch sehr liebevoll und sehr gefühlvoll und schon sehr, sehr menschlich. Und das hat mir natürlich gut gefallen, aber dieses Naive und dadurch auch, ja, so, das fand ich tatsächlich, also für jemanden, der eben studiert, der in diese Richtung geht, da erwarte ich schon so ein bisschen was mehr an Gedanken, mehr an Wissen. Und das hat mich so ein bisschen gestört, dass sie so naiv dargestellt wurde. Auch das Farblose, ich hatte da tatsächlich so meine Probleme, da empathisch mitzugehen, auch Dinge nachzuvollziehen, die sie gedacht hat, gesagt hat, gemacht hat. Und ich frage mich halt nach wie vor, geht so ein Mensch dann tatsächlich in eine Forschungsarbeit? Ich weiß nicht, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Jetzt ist es natürlich Fiktion, ich weiß. Aber meiner Meinung nach muss natürlich die Protagonistin schon etwas mitbringen, damit sie überhaupt in so eine Forschungseinheit auch irgendwie kommt. Ja, was mir wiederum sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass Boyle unseren Schimpansen Sam sehr facettenreich dargestellt hat. Lässt natürlich auch so die Frage rum, möchte man die Tiere vermenschlichen? Wie ist das wirklich mit den Gefühlen bei Tieren? Mir war das vorher schon klar, dass Tiere Gefühle haben, denken, dass sie also da auch gefühlig sind. Wie gesagt, anders wie wir. Aber wer im Grunde schon mal Muttertieren zugesehen hat, wie die sich um ihre Kinder kümmern, also da darf es überhaupt keinen Zweifel an irgendwelchen Gefühlen geben. Wahrscheinlich redet sich der Mensch das einfach nur ein, dass die Gefühle nicht da sind, damit er eben das tun kann, was er einfach tut. Egal ob Zirkus, Zoo, über die Massentierhaltung wollen wir gar nicht sprechen. Aber ne, ich glaube einfach, dass wir als Menschen da versuchen, uns unser Gewissen irgendwie zu beruhigen. Ich fand aber, dass Boyle sehr gut darauf eingegangen ist, Sam als Schimpansen sehr gut darzustellen, die Unterschiede durchaus zu zeigen, aber eben doch diese Nähe zu schaffen, die eben wir Menschen doch zu den Menschenaffen haben, die uns ja wirklich am nächsten sind. Das ist ihm wirklich sehr, sehr gelungen und da hat er fast mehr Sympathien für und auch mehr Bildhaftigkeit für Sam entwickelt, als es zum Beispiel für Amy der Fall gewesen wäre. Für mich hat leider dieses ganze Konstrukt um diese Forschungsarbeit sehr unrealistisch gewirkt. Ich kann mir das einfach nicht im wahren Leben vorstellen, habe natürlich schon versucht, mich in die 1970er Jahre zu versetzen, kann es aber natürlich da auch nicht nachvollziehen, weil ich jemand bin, der in den 80ern geboren ist und ich natürlich gar keinen Vergleich haben kann, wie könnte es ausgesehen haben. Es war für mich an mancher Stelle zudem auch ziemlich unrund und es wirkte oftmals so ein bisschen dahin geschrieben, dahin geklatscht. Also das, ich weiß, dass T.C. Boyle oft dazu neigt, so unvollendet Gedanken dazulassen. Das hat er hier auch wieder gemacht
und ich tue mir damit aber trotzdem so ein bisschen schwer. Ich fand es im Grunde eine gute Geschichte, die schon auf dem richtigen Weg war, die mich auch gerade als Hörbuch gut unterhalten hat. Ich wüsste aber nicht, und das muss ich ehrlich sagen, ob ich es ab einem gewissen Punkt vielleicht nicht als echtes Buch zur Seite gelegt hätte, wenn ich es gelesen hätte. Ich glaube, in dem Moment, wo ich es gehört habe und eben auch mal was überhört habe, also im Sinne von die Gedanken schweifen eben mal ab, was mir nicht so häufig passiert, aber ich glaube, es hat in meinem Fall geholfen, dass ich das Hörbuch gehört habe. Es war gut, ich weiß nicht, ob es ein Einsteigerboil ist, wobei ich glaube, ich habe tatsächlich keins seiner Bücher besser als diese 3 Sterne gefühlt bewertet. Vielleicht ist es auch einfach nicht mein Stil, nicht mein Autor. Ich weiß auch nicht, ob ich, ja, wenn mich vielleicht mal wieder ein Buch von ihm anspricht, werde ich vielleicht wieder dazu greifen, aber es ist kein Autor, mit dem ich so richtig warm werde, weil ich mir tatsächlich schon irgendwie schwer tue mit ja, seiner Art des Erzählens, während mir aber die Idee und sowas eigentlich schon ganz gut gefällt. Ja, es ist ein bisschen schwierig, da jetzt eine Empfehlung oder eben eine Nicht-Empfehlung auszusprechen, aber wenn einfach das Thema interessiert, hört man oder liest man vielleicht einfach mal rein. Ja, es ist so okay, aber ja, muss man auch nicht kennen. Dann kam das Osterwochenende und ich habe mir den E-Book-Reader geschnappt und habe mit dem neuen Buch von Erika Swiler gestartet, Der Tag, an dem mein Vater die Zeit anhielt. Ich habe von der Autorin vor 2-3 Jahren schon Das Geheimnis der Schwimmerin gelesen und ich weiß, dass ich die Idee toll fand, es aber auch nicht sehr gelungen fand, weil ich in diesem Buch, und ich habe extra in die Bücherwoche von damals nachgeschaut, auch schon verwirrend fand. Vielleicht muss ich öfter mal meine Bücherwoche schauen. Auch hier muss ich sagen, habe ich das Buch nach knapp einem Drittel, was so 150 Seiten sind, abgebrochen. Zum Cover möchte ich aber sagen und auch zum Titel, dass ich das wunderschön finde. Und ich ja sowohl durch den Titel als durch den Klappentext als auch durch das Cover ja wirklich auf dieses Buch aufmerksam wurde und es ja auch in meinen Neuerscheinungen für das erste Quartal gezeigt hatte und ich wirklich sehr neugierig war, was es mit diesem Buch so auf sich hat. Aber es sollte nicht sein, ich habe es abgebrochen und versuche, das jetzt hier ein bisschen kürzer zu halten. Wir sind in 2 Zeitebenen unterwegs, zum einen in den 1980er Jahren, denn dort träumt Nedda, sie ist dann noch ein junges Kind, davon Astronautin zu werden. Und das ist auch gar nicht so weit von dem Möglichen entfernt, denn ihre Eltern wohnen nahe der Raketenbasis in Florida und deswegen scheint dieser Wunsch gar nicht so unrealistisch zu sein. Doch um sich diesen Wunsch zu erfüllen, denkt sich Nedda, sie muss ganz, ganz schnell erwachsen werden. Doch ihr Vater, der so ein bisschen in der Forschung und so auch irgendwie unterwegs ist, hat bereits ein Kind verloren und möchte Neddas Kindheit am liebsten im Grunde anhalten und sie als Kind behalten. So schraubt er dann im Keller herum an einer Maschine, bis es da irgendwie zu einer Katastrophe kommt. Und in der nahen Zukunft erleben wir dann in abwechselnden Sichten, dass Nedda eben sich ihren Wunsch erfüllen konnte und auch auf einer Raumfahrtmission unterwegs ist. Und sie erzählt sowohl aus der Jetztzeit als eben auch Rückblicke aus ihrer Kindheit und versucht das eigentlich so ein bisschen in eine Geschichte zu bringen. Aber ich muss echt sagen, was für ein merkwürdiger Schreibstil. Also ich bin gar nicht hineingekommen. Es war verworren, es war schwierig, es war verwirrend. Ich habe zum Teil Sätze, ganze Abschnitte doppelt gelesen und habe trotzdem nicht verstanden, was mir die Autorin sagen möchte. Ich fand es wirklich mega anstrengend und es kann, und das möchte ich auch sagen, natürlich an meiner Verfassung liegen, dass ich mir damit schwer getan habe. Aus diesem Grund habe ich mir tatsächlich auch die Bücherwoche von damals angeschaut und gedacht, hat dir der Stil damals auch schon irgendwie nicht zugesagt? Und so war es dann tatsächlich auch. Aber ich möchte das trotzdem, also nicht, dass ich es jetzt besser bewerten deswegen möchte, aber ich möchte das im Grunde schon ein bisschen vorausschicken. Es kann ja immer auch an einem, an mir in dem Fall selber liegen, dass man mit einem Schreibstil nicht so richtig warm wird. Das Buch ist irgendwie eine Mischung aus Science-Fiction, Familiendrama und wir haben eben auch so dieses Erwachsenwerden von Nedda, also so ein bisschen dieses Coming-of-Age. Und das ist so eine Mischung, die ich eigentlich auch wieder ganz spannend fand.
Zudem war auch Nedda, fand ich, gut gezeichnet. Man spürte so ihre Intelligenz und auch ihren Humor. Und es tat einem schon sehr leid, dass sie so ein bisschen das auch zur Außenseiterin gemacht hat und dass sie da so abgestempelt wurde. Und da hat man sehr, sehr mitgefühlt. Ich hatte aber einfach immer zwischendurch keine Geduld zum Weiterlesen. Ich hatte auch irgendwie keine Kraft für dieses Buch, mich da reinzufinden, mich zurechtzufinden, da mitzugehen, da das zu verstehen. Es hat mich total überfordert, es hat mich gelangweilt, es hat also gar nichts irgendwie groß in mir bewegt. Und ja, da habe ich dann einfach pausiert und dachte dann, hörst du erstmal das Hörbuch zu Ende. Und dann habe ich aber beschlossen, ja, eigentlich ja, ist das so verwirrend, so verworren, es war einfach nicht meins. Und wie gesagt, es kann an mir liegen, aber nachdem ich auch mit dem ersten Buch von der Autorin sprachlich meine Probleme hatte, vermute ich einfach, dass es hier im Grunde einfach ähnlich ist und versuche es gar nicht schön zu reden. Ich habe es leider abgebrochen und bin froh, dass es nur als E-Book bei mir eingezogen ist. So muss es jetzt nicht haptisch ausziehen, aber es ist einfach schade, weil ich hätte es so gerne gewollt und gerne gesehen, was es mit diesem Zeitanhalten und so dann noch auf sich hat. Und ja, aber es ist, wie es ist, wie Sherlock und Watson so schön sagen. Und ich habe mich der nächsten Geschichte zugewendet. Und dann griff ich zu einem Buch. Ich muss wahrscheinlich gar nicht mehr viel sagen. Ich griff zum ersten Teil der Krischer-Trilogie Goldene Flammen von Leigh Bardugo. Und ich muss sagen, ist die alte Hardcover-Ausgabe nicht wunderschön. Ich glaube, die Geschichte ist ursprünglich aus 2012. Und ich weiß, dass sie mich schon immer irgendwie mal so angesprochen hat, aber irgendwie ist der Hype an mir vorbeigegangen. Ich habe dann ja das Lied der Krähen begonnen, weiß auch gar nicht mehr, warum ich den zweiten Band nicht gelesen habe, weil ich habe nachgeschaut, ich habe den ersten Teil 4 Sterne gegeben, weil ich schwer in den Anfang reinkam wohl. Da habe ich auch gedacht, warum hast du denn eigentlich da nicht weitergelesen? Aber es sind zu viele Bücher, zu wenig gute Zeit. Ich muss über dieses Hardcover so schwärmen. Es ist wunderschön mit, ja, dieser, mit dem Hirschen und ja, scheinbar unserer Protagonistin Alina. Und es ist richtig, richtig schön. Und ich hatte jetzt den naiven Gedanken, ja, vielleicht holst du dir Band 2 und 3 dann auch einfach als Hardcover. Und ich weiß, dass sie nicht mehr aufgelegt wurden und werden. Und ich weiß, dass es da schon mal irgendwie Diskussionen gab, dass, oder auch beim Verlag angefordert wurde, dass die nochmal gedruckt werden und dass sie in horrenden Summen irgendwie damals über den Tisch gegangen sind. Und ich glaube, der erste Band hat 18 gekostet. Ich dachte, naja, dann wird halt so Band jetzt vielleicht 20 kosten. Ich hätte vielleicht auch noch 30 für jedes Buch bezahlt. Aber die Bücher liegen bei irgendwas zwischen 75 und 90 Euro. Und ich muss echt sagen, 150 Euro für 2 Bücher, das würde mir nie im Leben einfallen. Und ich muss das kurz vorne anwerfen. Ja, wäre es eine Sonderedition, wäre es mit Landkarten, wäre es keine Ahnung was. Nehmen wir eine illustrierte Ausgabe, Herr der Ringe, Harry Potter, da bin ich sofort dabei. Da würde ich sofort 40 Euro pro Buch bezahlen, aber gefühlt mehr eigentlich auch nicht. Aber 75 Euro für ein Hardcover, was dann auch noch gebraucht ist, also da bin ich irgendwie raus. Es gibt Taschenbücher, die gefallen mir tatsächlich nicht. Und es gibt jetzt diese Neuauflage, die, glaube ich, auch dem Original angepasst ist, die es auch in dem Schuber gibt. Das sind das broschierte Ausgaben. Die finde ich tatsächlich ganz schön. Aber es wird wohl der erste Teil, der stellvertretende Teil in der Reihe im Regal bleiben, weil ich werde nicht für 2 Bücher 150 Euro ausgeben. Solltet ihr aber irgendwo Band 2 und 3 vielleicht in einem Buchschrank oder so entdecken oder vielleicht auch irgendwo noch auf dem Dachboden liegen haben, ja, dann könnt ihr euch gerne mal bei mir melden. Aber ja, so wie mal zu wahnsinnigen Preisen beim Thema Bücher. Die liebe Becky hat, ich glaube schon gefühlt Ende letzten Jahres und Anfang dieses Jahres unglaublich von dem Buch geschwärmt, von der Geschichte geschwärmt und es fängt jetzt auch Ende April die Netflix-Serie an, rund um diese Krischer-Universum. Und deswegen war es jetzt einfach Zeit, mit Band 1 zu starten. Und ich kann schon so viel verraten, der zweite Band ist als E-Book bei mir eingezogen und wird jetzt in dieser Woche gelesen. Ich bin da schon am Lesen. Und Becky hat davon so geschwärmt und wird es dann wohl tatsächlich auch am Donnerstag im Hangout zum Quartalsrückblick nochmal tun, dass ich gesagt habe, okay,
möchte ich lesen. Ich habe mir das E-Book geholt und dann bei Tauschticket eben diese Hardcover-Ausgabe entdeckt und dachte, ja, die wird dir schon gefallen, dann wird sie im Regal stehen bleiben. Wir sind in der Krischer-Welt in einer eher, würde ich sagen, russisch angehauchten Fantasy-Welt. Es ist High Fantasy und wir treffen auf Alina, die ist eine Waise und gehört zu einer Armee des Zaren und ist dort eine einfache Kartografin. Zusammen mit ihrem besten Freund Marjan ist sie auf einer Reise unterwegs und zu ihm fühlt sie sich auch sehr, sehr hingezogen, würde das aber nie offen zugeben, weil er definitiv auch kein Interesse bekundet, eher anderen jungen Frauen schöne Augen macht und auch ein ganz, ganz großer Pferdenleser ist. Auf der Reise durch das Schattenmeer, ich glaube Schattenmeer, werden sie allerdings angegriffen. Und da ist auch eine wunderschöne Karte drin und es ist, glaube ich, die Ödsee. Es war doch die Schattenmeer, oder? Bin ich jetzt total Ravka? Was war mal? Steht hier gar nicht da. Bin ich jetzt doof? Es war die Schattenmeer. Ich vermute, es war die Schattenmeer. Wenn nicht, korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Oder war es die Ödsee? Nee, es war schon das Schattenmeer. Egal. Werden sie angegriffen und dort wirkt Alina auf einmal Magie. In der Welt gibt es Krischer. Und Krischer können eben Magie anwenden in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Von Feuer machen, von irgendwelche anderen Magie ist da alles dabei. Und eigentlich werden sie als Kind geprüft und auch erkannt. Und dort dann, zu der Zeit, wenn sie das entdeckt werden, dass sie ein Krischer sind, werden die Kinder auch an den Zarenhof gebracht und dort ausgebildet. Bei Alina ist das nicht erfolgt, vielleicht auch, weil sie im Waisenhaus aufgewachsen ist. Doch als sie hier eben diese Energie zum Einsatz bringt und ihre Crew mehr oder weniger ja dann auch zu großen Teilen rettet, wird sowohl die Beauftragten des Zaren als auch der Dunkle selbst auf sie aufmerksam. Und nun wird dann Alina auch an den Zarenhof gebracht, um ihre Magie zu wirken, herauszulassen, zu kontrollieren. Und da sind wir dann im Grunde auch ganz, ganz aktiv dabei. Es ist Fantasy, wie ich sie liebe. Es ist eine andere Welt, es hat Magie, es hat andere Wesen, es hat eine wundervolle Magie, möchte ich dazu sagen, die man förmlich in der Luft spürt, die um einen herum knistert und die einfach, wenn sie entfacht wird, so eine wahnsinnige Kraft hat. Sowohl in der Welt als auch tatsächlich in meiner Fantasie. Sprachlich war es anfangs vielleicht auch wieder so ein Moment des Hineinskommens, aber ich war ziemlich schnell in den Sog des Bandes, des Buches gezogen worden. Ich habe mit Alina mitgefiebert, ich habe sie mit ins Herz geschlossen, ich habe mir Gedanken um sie gemacht, um ihre Welt gemacht, um die Menschen um sie herum. Ich fand auch das Worldbuilding großartig erzählt. Es ist eine wahnsinnig tolle Fantasie. Es ist Detailverliebtheit, ohne zu viel davon zu haben, ohne ausschweifend zu wirken. Aber es ist bildhaft, es ist lebendig. Wir sind dabei, wir sind am Zarenhof, wir sind in der Natur, wir sind im Wald, wir sind auf unterschiedlichen Orten unterwegs und auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und das einfach mit so viel Fantasie und auch Liebe zum Detail. Und das einfach ganz, ganz großartig. Also Leigh Bardugo hat hier eine Welt geschaffen, die nicht umsonst gehypt wird, die nicht umsonst jetzt auch eine Serie bekommt. Und das finde ich wirklich großartig. Ich mag es, dass uns die Geschichte in der Ich-Perspektive von Alina erzählt wird. Das macht die ganze Geschichte für mich sehr, sehr nahbar und bringt uns auch Alina sehr, sehr nah. Also das macht mir tatsächlich auch in Fantasy-Geschichten immer sehr, sehr viel Spaß, dass wir zwar natürlich nur wissen, was Alina weiß, aber eben dadurch ihr sehr nahe kommen und sie auch einfach viel, viel besser verstehen können, Dinge nachvollziehen können, die sie sagt und tut. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Tolle Fantasy-Welt, die mich wirklich in den Sog gezogen hat. Und es ist dann auch direkt Band 2 als E-Book bei mir eingezogen. Und ich habe auch kurz überlegt, ob ich vielleicht zum Hörbuch greife. Aber soweit ich das gesehen habe, gibt es die nur auf Englisch oder sehr gekürzt. Bin mir gerade nicht sicher. Aber ich freue mich jetzt aufs Weiterlesen. So kann ich es ja jetzt im Grunde schon formulieren. Und freue mich jetzt auf Band 2 und Band 3 und dann auf die Serie. Und dann werde ich auf jeden Fall auch nochmal das Lied der Krähen weiterlesen, weil ich fand den ersten Band ja gut und frage mich, warum habe ich nicht weitergelesen. Eine wahnsinnige Welt und auch wirklich Fantasy, wie ich sie einfach liebe. Also ist natürlich anders wie andere Dinge, gerade durch diesen russischen
Hintergrund, diesen russischen angehauchten Fantasy-Welt-Effekt. Ich komme gerade nicht aufs Wort. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Hat mir aber großen, großen Spaß gemacht und hat mich auch wirklich an den 2 Tagen, wo ich es weggesuchtet habe, unglaublich gut unterhalten, abgelenkt. Und ja, Fantasy kann das für mich einfach mit am besten. Großes, großes Bücherkino und hat mir wirklich viel, viel Spaß gemacht. Dann kommen wir zu einem Highlight in einem ganz anderen Genre, nämlich ja eher so im Liebesroman, Wohlfühlbuch, Genre, wie ich es ja sehr gerne nenne, und zwar der Auftakt einer Trilogie, A History of Us vom ersten Moment an von Jen DeLuca. Und es ist hier der Auftakt einer Trilogie. Ich glaube, der 2. Band der Willow Creek Reihe erscheint auch schon im Juni oder Juli. Und ich glaube, ich habe auch schon das Cover zum 3. gesehen. Es ist eine lose zusammenhängende Geschichte, die im Grunde immer im Kern am gleichen Ort ist, aber eben unterschiedliche Charaktere behandelt. Und wir kennen auch schon die Charaktere, die dann in Band 2 und 3 im Grunde erscheinen werden. Ich war auf der Suche nach etwas Wohlfühligen und habe dann, als Anka und ich uns irgendwie über die Neuerscheinung fürs Q2 unterhalten haben, ist dieses Buch bei ihr auf der Liste gewesen. Und ich habe das direkt auch schon als Hörbuch entdeckt, denn am 1. April ist sowohl das Hörbuch als auch das E-Book schon erschienen, während jetzt die Taschenbuchausgabe erst am 20. oder 21. April erscheinen wird. Ist recht untypisch, wie ich fand. Ich hatte sonst immer das Gefühl, dass die Hörbücher nach den echten Büchern kamen. Aber ja, ich habe jetzt das Buch schon gehört und kann es auch wirklich nur empfehlen. Gesprochen wird es von Dagmar Bittner und der höre ich super gerne zu. Ich habe schon einige Bücher vertont von ihr gehört. Bin immer wieder begeistert, wie sie Bücher im Grunde ihre Worte verleiht und auch Atmosphäre schafft. Und auch hier möchte ich sagen, dass mir ihre Art sehr, sehr gut gefallen hat. Das Buch ist der Auftakt einer Reihe. Was mich sehr angesprochen hat, ist, dass wir hier einen Mittelaltermarkt so ein bisschen als Setting haben. Denn Emily unterstützt ihre ältere Schwester April nach einem Unfall und wird von ihrer Nichte Caitlin überredet, bei einem Mittelalter-Festival mitzumachen. Da darf man nur mit erwachsenen Bekleidung teilnehmen und sie hat gerade nichts anderes zu tun, Emily. Beruflich ist nicht so, sie hat auch gerade keinen Partner und da widmet sie sich ihrer Schwester und ihrer Nichte. Und dort erlebt sie es nun, was es heißt, in eine andere Rolle zu schlüpfen und auch wie diese Gemeinschaft funktioniert. In diesem Mittelaltermarkt, diese Gemeinschaft gibt es eben schon einige Jahre und sie wird dort zur Kellnerin bzw. zur Tavernendirne und ist dann umgeben von Rittern und auch Piraten und allerhand anderen Charakteren, die eben ins Mittelalter passen. Sie trifft dort unter anderem auf Simon, der das Festival auch organisiert und auch so eine Art Polizist ist, der eben dafür sorgt, dass alles eingehalten wird, dass Gespräche regelkonform verlaufen und so weiter. Im wahren Leben ist er allerdings eigentlich Englischlehrer und vielleicht doch ein bisschen lockerer, als er es in seiner Funktion hier als Festivalbetreiber sozusagen ist. Beide werden am Anfang nicht so richtig warm miteinander, doch als sie dann in ihre Rolle schlüpfen und auch so ein bisschen mal in der Taverne das Flirten anfangen, stellt sich recht schnell die Frage, ist diese Flirterei nur ein Teil ihrer Rolle, ihres Spiels oder entbrannt da doch irgendwas im wahren Leben? Und das finden wir mit Emily und auch mit Simon heraus. Ich möchte hier wirklich sagen, dass das ein Liebesroman, eine Wohlfühlgeschichte war, wie ich sie am liebsten lese bzw. auch höre. Es ist eine erwachsene Geschichte. Wir haben Charaktere, die im Leben stehen, die hilfsbereit sind, die Lust haben auf dieses Mittelalter-Ding und die sich da auch einfach komplett ihrer Leidenschaft hingeben. Es sind liebenswerte Charaktere, die Geschichte für mich sehr realistisch gemacht haben und man fühlt sehr authentisch mit ihnen mit. Es gibt eine Spannung, wir haben dieses Städtchen-Feeling, was mir richtig, richtig gut gefallen hat, diesen ganzen Mittelaltermarkt, diese Regeln, diese Ideen, was da passiert, das ist richtig, richtig toll rübergekommen. Ich habe Emily direkt ins Herz geschlossen. So eine tolle Protagonistin, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und auch Simon hat mich sehr fasziniert, wie der gezeichnet wurde und auch sehr begeistert. Und ich fand auch beide in Kombination richtig, richtig schön. Und es gibt natürlich so ein gewisses Hin und Her, was ich
immer mal, wenn es zu viel wird, anstrengend finde. Das habe ich hier aber überhaupt nicht gehabt. Das ist so dieses für mich sehr realistische Hin und Her und dieses Flirten und dieses Necken und dann doch wieder so einen Schritt zurück, weil man doch nicht weiß. Und das hat mir tatsächlich hier großen Spaß gemacht. Es gibt sehr humorvolle Stellen, wo man wirklich auch merkt, dass die Geschichte aufgelockert wird, dass man einfach mal schmunzeln kann. Und es macht einfach unglaublichen Spaß, dem zu folgen und zuzuhören. Und auch wie der Familiensinn so an erster Stelle steht, nicht nur für die eigentliche Familie, wie wir hier mit Emily haben und ihrer Schwester und ihrer Nichte, sondern eben auch, wie diese Freundschaften sich als Familie sozusagen zeigen, die jahrelang jetzt schon dieses Mittelalter-Festival zustande bringen und wie da dieses Leben funktioniert. Das war wunderschön in den Vordergrund gebracht und hat so Werte gezeigt, die ich richtig schön finde, was mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Das Städtchen-Feeling, da habe ich vorhin schon so gesagt, das war für mich richtig, richtig toll, auch wirklich dieses Festivalmäßige, was ja nochmal ein Städtchen in der Stadt ist, hat mir beides super gut gefallen und war perfekt wirklich in Szene gesetzt. Und es ist Romantik pur und man fühlt sich da auch einfach so ganz authentisch abgeholt, mitgenommen und so, ach, dass man in der Geschichte so wirklich mit dabei ist und eintaucht und mit den beiden dann auch mitfiebert. Denn Spannung bleibt definitiv vorhanden. Wir haben überraschende Wendungen, die vielleicht durchaus auch mal ein bisschen untypischer sind, die man nicht immer so in Liebesgeschichten erlebt. Wir haben natürlich auch Patzer von Charakteren, die sehr gut gemacht wurden, die auch diese Spannung dann eben erhalten. Und zudem haben wir dann eben auch noch Nebenfiguren, die auch wunderbar bildhaft gezeichnet sind, die tiefgründig sind, denen ein Gesicht gegeben wurde. Und man hat eben niemanden, der irgendwie gesichtslos in meiner Fantasie gewesen ist, sondern alle sind mir nahe gekommen. Von allen hatte ich ein Bild, eine Idee, ein Lächeln von ihnen vor Augen. Und das ist hier wirklich toll gelungen. Auch dieses ganze Zeigen von diesem Mittelalterfestival, die Kostüme, wie das abläuft und was dahinter steckt, das ist so, so lebendig gewesen. Das hat Jen DeLuca wirklich großartig gemacht. Und dann wirklich auch diese Liebesgeschichte, die mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Für mich ein perfekter Kandidat zum Hören. Für mich funktionieren solche Geschichten ja als Hörbuch immer eine Spur noch besser als in gedruckter Form sozusagen, als haptisches Buch. Und ich bin sehr gespannt auf Band 2. Ich habe schon mal so reingelugt, um wem es da geht. Und habe auch bei Band 3 schon so ein bisschen geblinzelt. Aber ich möchte es vielleicht gar nicht so genau wissen und vergesse es dann wahrscheinlich wieder bis Juni, Juli und freue mich aber definitiv aufs Weiterlesen. Also ein wirklich toller Reihenauftakt. Wir sind hier in Willow Creek unterwegs und wirklich tolles, tolles Bücherkino. Und hier hat man eben wirklich zwei Highlights ganz unterschiedlichen Genres, die mich aber wirklich mitgenommen haben, mitgerissen haben, begeistert haben, unterhalten haben und ich wirklich ganz viel Spaß mit den Büchern hatte. Und das war es lesetechnisch in der Woche. Also doch relativ gut, würde ich sagen, mit drei Highlights und das wiegt dann sozusagen den Flop und das eher okay Buch ja durchaus dann auch ein bisschen auf. Wir hatten das Osterwochenende dazwischen, da war so ein bisschen Frühling zum Teil angesagt, wo wir auch wandern waren und spazieren waren und im Garten waren. Doch dann hat es in der letzten Woche ja den Schneeeinbruch wiedergegeben. Total verrückt, dass man an dem einen Tag irgendwie noch mit 17 Grad und T-Shirt unterwegs ist und dann fängt es irgendwie das Schneien zu Ostern an. Muss man schon erstmal so ein bisschen. Auch bei uns hat es jetzt Anfang der Woche wieder geschneit. Ich hoffe aber, dass jetzt mal der Frühling Einzug hält und zumindest der Schnee dann einfach mal da bleibt, wo er hingehört. Ja, ich habe die Gilmore Girls weitergeschaut. Ich habe die 6. Staffel beendet. Und werde jetzt aber tatsächlich mal im Moment so ein bisschen pausieren, weil ich eben jetzt hier Amazon Prime habe und da ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen was schauen möchte. Vermutlich jetzt zumindest mit den Gilmore Girls, bis dann die Krischer-Reihe anfängt. Dann werde ich auf jeden Fall wieder ein bisschen was auf Netflix schauen. Aber ja, die Gilmore Girls und die letzte Staffel ist ja sowieso die mir nicht so gut gefällt. Es hat ja zwischen 4 und 5, hört es ja auf, so für mich dieses ganz wohlige Gefühl zu haben. Da bin ich ja doch öfter mal von den Charakteren genervt. Und ich habe jetzt schon wieder so eine grobe Erinnerung, was in Staffel 7 passiert. Und dann gibt es ja noch diese 4 anderen Folgen, wo ich ja, glaube ich,
nur die erste Folge geschaut habe. Ach, ich weiß gar nicht mehr. Aber ich werde jetzt mit den Gilmore Girls pausieren und eben auf Amazon ein bisschen unterwegs sein. Und ja, mal sehen, was mich da so ein bisschen anspringt. Und ja, ich glaube, das war es soweit jetzt. Am Donnerstag gibt es den Hangout mit der lieben Becky. Jetzt am vergangenen Donnerstag gab es ja den Hangout mit der lieben Anita zum Thema Metal Yoga und Human Design. Und mit Beckys Hangout ist dann der Hangout-Monat sozusagen auch schon vorbei. Auch schon dann verrückt, wie schnell irgendwie diese Hangout-Zeit rum war. Aber ja, war auf jeden Fall ein schöner Monat mit dann vier Hangouts, würde ich sagen. Und ja, mehr gibt es gar nicht zu erzählen. Nein, ich glaube nicht. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Bin natürlich auch mega gespannt, was so euer letztes Lese-Highlight war. Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Lasst uns da ein bisschen austauschen, auch durchaus über die Bücher, die ihr hier gesehen habt. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.